Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich mal wieder zwei Flaschen auf dem Fass und die sehen sehr ähnlich aus zu Flaschen, die wir hier schon auf dem Fass hatten. Es handelt sich um den Terence Hill Whisky, einmal in der mild und einmal in der rauchigen Version. Und warum sage ich ähnlich? Ja, weil sie sehr, sehr ähnlich sind zum Bud Spencer Whisky, den wir auch schon auf dem Fass hatten. Also da Bud Spencer Whisky, schaut auf mal, ich glaube, da verlinkt euch jemand was in der Infobox. Oder ihr guckt einfach auf dem YouTube-Kanal, da gibt es dann den Bud Spencer Whisky. Jetzt ist eben wegen großer Beliebtheit ist der Terence Hill Whisky rausgekommen. Und der ist ein Blended Whisky. Schreiben Sie aber nicht drauf. In Deutschland gibt es dafür keine Gesetzgebung. Aber ich kann euch ein bisschen dafür was sagen. Und zwar ist der St. Kilian aus ehemaligen Rumfässern. Hier steht es auch hinten drauf. Whisky mit Ex-Rumfassnoten aus eigenen Beständen, also von St. Kilian. Und aus dreifach destilliertem Whisky der Great Northern Distillery im irischen Dundalk, der in Ex-Bourbon-Fässern gereift wurde, gemischt. Also es ist eine Mischung aus St. Kilian Whisky und aus irischem Whisky der Great Northern Distillery. Und ich probiere heute den mild. Wenn ihr den rauchig sehen wollt, dann kommt der in ein paar Tagen. Für alle, die es jetzt später anschauen, den gibt es sicher auch hier auf dem Kanal. Ja. Batch Nummer 1, 46 Volumenprozent. Ich glaube, stand doch irgendwo nicht kühl gefiltert. Ah, hier unten steht es. Non-Chill Filtered Natural Color. Keine Altersangabe. Gummikorken. Sehr fischfruchtig. Also diese Fruchtigkeit erinnert mich ein wenig an Rohbrand. Minus ein Stückchen die Sprittigkeit. Also er ist schön frischfruchtig. Tropische Früchte, Birne, Ananas. Ja, wenig Ananas, aber viel Birne, viel... Was ist denn das? Melone? Ja, kennt ihr das? So eine, ich weiß nicht, was ist eine Zuckermelone, glaube ich, ist das. Diese grüne, mit dem festen Fleisch. Und die sehr frisch. Definitiv noch nicht reif. Und süßlich, natürlich. Also schön süßlich. Und ja, sie schreiben mild drauf. Kann man unterschreiben. Der ist mild. Schöner, frischer, fruchtiger. Milder Whisky. Die Experten könnten so ein bisschen der Rohbrandgeschmack, also dieses Birne, ein Stückchen stören. Oh ja, definitiv ein leichter, milder Whisky. Ja, leichte Kritik, bisschen jung. Also da merkt man sehr wenig Fasseinflüsse. Also hier habe ich wenig Eiche. Also so vielleicht so eine Spur, ein Hauch Karamell und Vanille ist drin, aber von diesem Bourbon-Fass wenig. Also hier ist wirklich, es hat so einen frischen, fruchtigen, ja auch zuckrigen Rumfassanteil drin. Also ich hatte hier so ein bisschen so mir gedacht, so okay, also eine ganze Menge irischer Whisky drin. Vielleicht hat die St. Kilian Brennerei nicht genügend Whisky, um so viel abzufüllen. Deswegen füllt man viel mit dem irischen auf und macht dann oben ein bisschen St. Kilian drauf. Ja, aber das Rumfass dominiert hier definitiv. Also ich würde das definitiv in einen Rumfass-Whisky
Oh, ja, der hat hier einen dominanten Einfluss. Das ist fühlt sich an wie ein Rumpfass-Whisky. Interessant finde ich natürlich, was sie draufschreiben. Denn sie haben Irish Whiskey drin und St. Kilian Whisky und schreiben unten aber Whiskey drauf, nicht Whiskey. Und hier ist cool, also Terence Hill, darum geht es ja eigentlich im Grunde. Also Terence Hill Whisky neben dem Bud Spencer Whisky und dann ein, ja, Bud Spencer Terence Hill Marathon. Das hat dann schon Stil. Ich finde es hinten haben sie auch ein bisschen was drauf gemacht. Hier ist so eine Szene, wo er vom Pferd irgendwo gezogen wird auf so einer Barre. Ja. Wobei ich glaube, Terence Hill hat auch ein paar Filme ohne Bud Spencer gemacht. Mittlerweile ist, ich habe hier ein bisschen so an den Hintergrund, Terence Hill gebürtig Mario Girotti, also es waren beides Italiener, italienischer Schauspieler, 82 Jahre und ist jetzt mit US-Staatsbürger und er ist sehr bekannt geworden eben mit Bud Spencer zusammen in ihren Italo-Western. Ja. Gut, das soll es mal gewesen sein. Als nächstes werde ich dann den Rauchigen probieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.